Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute ist der große Tag. DJI hat die Katze aus dem Sack gelassen und eine nagelneue Drohne vorgestellt. Die Mavic Air 2, also der direkte Nachfolger der Mavic Air. Die Original Mavic Air, die war so überhaupt keine Drohne nach meinem Geschmack. Da hätte ich einen Kauf nicht ansatzweise in Erwägung gezogen. Die Mavic Mini dahingegen schon. Das war meine allererste Drohne. Wie ihr seht, bin ich noch kein langjähriger Drohnenpilot, sondern bin relativ frisch bei diesem Hobby, und das Drohnefliegen hat mich aber so begeistert. Und es gab so ein paar Dinge, die mich bei der Mini gestört haben, wie zum Beispiel das nicht vorhandene Active Track, so dass ich irgendwann bei eBay Kleinanzeigen gebraucht für einen relativ guten Kurs die Mavic 2 Zoom erstanden habe, und zwar im Speziellen wegen dem Active Track. Nun ist es so, die Mavic Mini ist wunderschön klein, die habe ich sehr gerne und häufig dabei, aber sie hat eben ein paar Funktionen nicht, die ich mir wünschen würde. Und die Mavic 2 Zoom oder auch Pro, die hat im Grunde all das, was ich mir wünsche, aber sie ist eben doch relativ groß und schwer, so dass ich sie nicht mal unkompliziert irgendwohin, zum Beispiel auch auf eine Geschäftsreise, mitnehme. Und genau diese Lücke schließt nun aus meiner Sicht die Mavic Air. Im Grunde verheiratet sie beide Welten perfekt miteinander. Ein relativ überschaubares Gewicht in einem guten Formfaktor in Kombination mit Spezifikationen, die ich mir zu diesem Preispunkt nicht im Ansatz hätte vorstellen können. Und deswegen finde ich dieses Konzept so interessant, dass ich heute Morgen direkt in einem Impulskauf zugeschlagen habe. Das heißt, für euch guter Hinweis, es wird hier also in Zukunft, in naher Zukunft, ich glaube so 15 bis 20 Tage Lieferzeit oder 17 bis 20 Tage Lieferzeit stand da, werden natürlich einige Videos zur Mavic Air 2 kommen von mir, auch im direkten Vergleich mit den beiden hier. Und wenn ich dann irgendwann fertig bin, dann schaue ich mal, was ich mache. Wahrscheinlich muss mich dann eine der drei Drohnen, also sehr wahrscheinlich diese hier, verlassen. Und die beiden hier werden dann mein Daily Driver sein. Ich möchte euch natürlich gerne wissen lassen, welche der Spezifikationen mich so umgehauen haben, dass ich im Grunde direkt bestellt habe. Ich habe mir hier so eine kleine Liste einmal aufbereitet. Also grundsätzlich vielleicht erstmal zum Preis. Das kleine Teil kostet zum heutigen Zeitpunkt original bei DJI 399 Euro. Bei Amazon gibt es im Moment irgendwie 25 Euro Rabatt, habe ich gesehen, aber sagen wir mal rund 400 Euro. Der Straßenpreis der großen Drohne, der Zoom-Variante, liegt im Moment bei 1.183,98 Euro bei Amazon. Bei DJI selbst ein Ticken höher, aber sagen wir mal ungefähr 1.180 Euro den Dreh. Die Air liegt nun preislich sehr schön dazwischen, und zwar bei 849 Euro. Drohne alleine mit Fernbedienung, ohne sonstiges Zubehör. Ich habe mich, weil sich das bei der Mini total bewährt hat, direkt für diese Fly More Combo entschieden. Die kostet 1049 Euro, und da mir die Mini auch einmal in einen Baum gecrashed ist und ich die Care Refresh tatsächlich in Anspruch nehmen musste, habe ich mich auch bei der Air wieder dafür entschieden und habe hier direkt für 89 Euro die Care Refresh dazu gebucht. Der Vorteil der Air gegenüber der Mini ist natürlich die Tatsache, dass Sensoren zum Einsatz kommen, genau wie hier bei der großen Variante, so dass ein Crash in einen Baum nicht mehr ganz so wahrscheinlich ist wie bei der kleinen, aber ich gehe hier lieber auf Nummer sicher. Also fangen wir mal vorne an, die Kamera. Das ist neben dem Flugverhalten natürlich bei einer Drohne mit das Wichtigste. Die Kamera hat grundsätzlich schon mal einen größeren Sensor als der hier bei der Mini zum Einsatz kommt, nämlich einen 1,5 Zoll Sensor. Die Mini hat nur einen 1/2 Zoll Sensor. Jetzt ist es so, dass diese Drohne mit maximal, die kleine hier, 2,7K und 30 Bildern in der Sekunde Videos aufnehmen kann. Der große Bruder hingegen kann 4K. Das ist für mich relativ wichtig, weil ich hier auf YouTube alles in 4K filme, mit maximal 30 Bildern in der Sekunde. Versteht mich nicht falsch, das ist für einen normalen Drohnenflug super. Nur kann ich, wenn ich in 4K aufnehmen möchte und das Bild verlangsamen will, also Slow Motion im Grunde, und das verlustfrei haben will, dann brauche ich einfach mehr als diese 30 Frames, nämlich 60. Ja, und die 60 Frames, also 4K mit 60 Frames, das bietet mir die
eher 2, obwohl sie sich preislich dazwischen befindet und natürlich auch noch eine größere Variante, nämlich die oben drüber existiert. Also bin ich mir mehr als sicher, dass auch die größere Variante früher oder später nochmal einen Refresh bekommt und dann Spezifikationen aufweisen wird, die über der R liegen. Nur da bin ich mal sehr gespannt, was das denn dann noch sein soll. Die wird mit Sicherheit einen größeren Bildsensor haben, aber was soll die noch mehr können, als die R2 jetzt schon kann? Für mich als Hobbypilot, selbst mit YouTube-Kanal, kann ich mir eigentlich nichts mehr wünschen, als das, was die R2 jetzt schon mitbringt. Bilder werden bei der R2 mit 12 Megapixel aufgelöst per Standard. Ich kann aber eine 48 Megapixel Option dazuschalten. Ich glaube, irgendwo gelesen zu haben, dass die 12 Megapixel nativ sind und die 48 Megapixel irgendwie per Software errechnet werden. Da bin ich mal maximal gespannt, wie das so aussieht. Ich habe aber auch schon gesehen, dass RAW-Aufnahmen möglich sind bei Fotos. Das heißt, für all diejenigen, die professioneller die Bilder bearbeiten wollen, die haben mit der RAW-Aufnahme natürlich nochmal deutlich mehr Spielraum. Und dann, das finde ich sehr, sehr spannend, wird ein HDR-Modus für Fotos, Videos und Panoramaaufnahmen angeboten. Also HDR steht für High Dynamic Range. Und dabei ist es im Grunde so, dass wenn ihr Aufnahmesituationen habt, und die hat man bei einer Drohne häufig, dass man sehr dunkle Bildbereiche, also den Boden, und sehr helle Bildbereiche, also den Himmel hat, dass entweder der Boden korrekt belichtet ist und der Himmel irgendwie ausbrennt, oder aber der Himmel korrekt belichtet ist und der Boden absäuft und ganz, ganz dunkel ist. HDR, also High Dynamic Range, verspricht nun, dass beide Bereiche korrekt belichtet werden und die durch die Drohne im Grunde dann zusammengerechnet werden. Und da bin ich auf das Ergebnis mal mehr als gespannt. 8 GB internen Speicher gibt es auch. Das hat die kleine Mini ja nicht. Ich hatte auch wirklich einmal die Situation, dass ich unterwegs war, die kleine SD-Karte vergessen und dann habe ich natürlich noch die ganz schlechte Streaming-Aufnahme, die direkt auf meinem iPhone angefertigt wird über die Fernbedienung. Aber das hat natürlich keine nennenswerte Qualität, auf jeden Fall nicht hier von meinem YouTube-Kanal, so dass das ein Thema sein kann. Die große hat internen Speicher, ich glaube auch 8 GB, bin mir aber unsicher, und die R2 hat das eben auch. Da hätten sie vielleicht ein bisschen mehr Speicher direkt in der Drohne verbauen können. Das kostet ja heute nicht mehr die Welt, aber hey, besser als nichts, mit 8 GB kann ich leben. Dann die Flugzeit. Die kleine Mini ist mit 30 Minuten angegeben und die große Zoom mit 31 Minuten. Die R2 wird nun mit 34 Minuten Flugzeit angegeben, also liegt rein laut Datenblatt schon mal deutlich über der und auch über der kleinen. Das heißt, selbst wenn wir den Realitätsfaktor irgendwie so ein bisschen abziehen, sollte ich hier eine mehr als ordentliche Dauerflugleistung haben. Und wie gesagt, ich habe mir diese Fly More Combo bestellt mit direkt 3 Akkus. Ich glaube, das lässt an der Stelle überhaupt keine Wünsche mehr offen. Und jetzt möchte ich gerne über einen Punkt sprechen, der für mich persönlich neben der 4K60-Funktion in der Kamera mit der ausschlaggebende Kaufgrund war. Und zwar ist das die Funkverbindung zwischen der Fernbedienung und der Drohne. Fangen wir erstmal damit an. Die Hardware, also die Fernbedienung, sieht jetzt ganz, ganz anders aus. Die kleine Mavic Mini und auch die große, die haben ja so eine Fernbedienung, sie liegt jetzt leider gerade da hinten, die ich unten aufklappen kann und stecke das Smartphone da rein und klappt dann auch die Antennen auf und muss die irgendwie so ausrichten. Dieses Konzept wurde jetzt komplett abgeändert. Das heißt, ich habe wie so eine Art Schiene, die ziehe ich oben aus der Fernbedienung, die ja auch eine Ecke größer geworden ist, raus und da lege ich mein Smartphone rein. Das wird mit so einer Halteklammer direkt dann an der Fernbedienung fixiert. Mit dem Vorteil, dass die Antenne direkt in diese Schiene, die ich rausziehe, integriert ist. Finde ich sehr, sehr spannend und alle die, die es schon gereviewt haben, behaupten auch, dass das Handy sehr feste und gut da drin sitzt. Da bin ich mal sehr gespannt. Aber neben der Hardware sehr, sehr viel interessanter ist der Übertragungsstandard, der zum Einsatz kommt. Die kleine Mini verwendet WLAN, ja, auf 2,4 oder 5,8 GHz. Die große Drohne hier verwendet ein Protokoll, einen Standard, den DJI OcuSync nennt. Da liegen Welten dazwischen, was die mögliche Distanz angeht und vor allem auch die Störunanfälligkeit. In Deutschland darf man ja nun nicht
nicht außer der Sichtweite fliegen. Aber glaubt mir, die Standard-WLAN-Verbindung der Mini, die ist schon mal sehr, sehr gut. Auch deutlich besser, als sie damals bei der R1 der Fall war. Ich hatte die R1 nie, aber ich habe da mir 1000 Berichte zu angeschaut. Die scheint wirklich schlecht gewesen zu sein. Die ist hier deutlich, deutlich besser. Aber wenn ihr in Umgebungen fliegen wollt, wo ihr ganz einfach Störsignale habt, andere WLANs oder was auch immer, ich hatte mal so ein Funkmikrofon, das hat massiv gestört, dann ist hier einfach relativ früh aufgrund der Technologie Schluss. Diese Drohne hier, die alte, die hat laut Datenblatt eine Distanz von bis zu 8 Kilometern kann die fliegen im FCC-Standard, also Amerika und Co. und kann in Deutschland, also im CE-Standard, 5 Kilometer weit fliegen. Das kann OcuSync. Mit dem riesen Vorteil, die Live-Übertragung des Bildes über die Fernbedienung auf euer Smartphone, wenn ihr fliegt, und auch die Kontrolle, die ist einfach immer da und super, super flüssig. Selbst wenn ihr weit weg seid, seht ihr ein super flüssiges, ruckelfreies Bild auf eurem Smartphone. Und jetzt kommt der Knaller. DJI hat bei der R2, die sich in der Mitte platziert, diesen Standard integriert, also nicht das billige WLAN, sondern den guten Standard integriert und hat da nochmal dran geschraubt. Die haben eine Verbesserung von einem ganzen Kilometer im CE-Raum und von 2 Kilometern im FCC-Raum erreicht. Also von vorher 5, jetzt auf 6 Kilometer hier für uns und von vorher 8 auf jetzt ganze 10 Kilometer im FCC-Raum, also in Amerika und Co. Und das ist beachtlich. Wie gesagt, mein Ziel ist es nicht, außer der Sichtweite rauszufliegen, aber einfach diesen enormen Puffer dieser Verbindungsqualität zu haben, alleine das ist der Kracher für mich und für mich persönlich auch den Aufpreis von der Mini zu eher, obwohl ich sie noch nicht in der Hand hatte, noch nicht geflogen bin, rein laut Datenblatt absolut wert. Die kleine Mavic Mini ist mir leider schon mal in den Baum reingekracht. Ich musste sie sogar über die Care Refresh dann austauschen lassen, weil der Arm abgebrochen ist. Ich war einen Moment unaufmerksam und habe leider hier auch keine Sensorik drin verbaut, die diese Kollision irgendwie hätte erkennen können. Weil sie keine Sensorik hat, hat sich DJI auch dagegen entschieden, Active Track zu implementieren. Das heißt, ich markiere mich irgendwie auf der Fernbedienung, kann mich dann frei bewegen, mit dem Auto, mit dem Fahrrad oder zu Fuß und die Drohne folgt mir eigentlich ständig. Das kann diese kleine Mavic Mini leider nicht. Exakt das war der Grund, aus dem ich mir damals, kurz nachdem ich die Mini gekauft habe, so 1-2 Monate später, mit einem sehr, sehr guten Deal gebraucht bei eBay Kleinanzeigen, diese zwei Zoom gekauft habe, weil die eben die Sensoren hat und Active Track unterstützt. Das hat für mich den massiven Vorteil als One-Man-Show für YouTube, dass ich hier schlicht und ergreifend mich tracken lassen kann, ohne dass ich die Drohne selbst dabei steuern muss. Die kleine kann das auch, also die R2 kann das auch und sie kann das nicht nur auch, sondern sie kann es offensichtlich sogar noch mal viel besser als die ganz große, weil von diesen Technologien, die werden zusammengefasst als Focus Track und darunter verbergen sich drei Einzelfunktionen, die nennt man Active Track 3.0, Spotlight 2.0 und POI 3.0. Beim Active Track geht es genau darum, ich markiere mich selbst, die Drohne verfolgt mich. Ich habe da diverse Videos jetzt schon zugesehen von YouTubern, die die vorab zugeschickt bekommen haben. Das Teil ist wie Butter ganz sanft um Büsche, Bäume irgendwie drunter getaucht, drumherum geflogen, ohne Probleme. Nochmal auf einem ganz, ganz anderen Level, als die große Drohne das konnte. Spotlight 2.0, da kann ich irgendein Objekt markieren, also zum Beispiel mich, und kann die Drohne aber selbst frei steuern und die Kamera zeigt trotzdem immer auf mich. Also ich bleibe immer im Bild, egal welches Flugmanöver ich gerade durchführe. Und dann eben POI 3.0. Das heißt, die Drohne umkreist ein Objekt, das ich markiere, und das soll sie hier nochmal deutlich besser und effizienter können, als das der Vorgänger, also POI 2.0 wahrscheinlich, dann in dieser Drohne hier konnte, wobei das auch hier schon richtig, richtig gut funktioniert hat. Dann gibt es eine 8K Timelapse, beziehungsweise Hyperlapse heißt es sogar. Timelapse wäre ja einfach nur, die Drohne fliegt, steigt auf und bleibt dann an der Stelle stehen und nimmt einfach eine Timelapse auf, also so eine Zeitrafferaufnahme. Hyperlapse verbindet genau das nochmal mit einer Bewegung der Drohne selbst. Und das kann die kleine R2 in 8K
also nicht 4K, sondern die doppelte Auflösung in 8K. Man kann da so automatisierte Flugmanöver fliegen. Finde ich mega, mega spannend und ich bin mir mehr als sicher, dass es diese Clips immer mal wieder in meine YouTube-Videos dann auch reinschaffen. Das finde ich mega spannend, schaue ich mir auf jeden Fall an und teile es dann natürlich mit euch. Genau, über den Controller haben wir schon gesprochen, also die Hardware, die sich jetzt geändert hat. Zum Abschluss noch die App, die verwendet wird. Bei der großen Drohne wird die sogenannte DJI Go 4 App verwendet. Aus meiner Sicht ist das eine relativ überfrachtete App, die mich als Anfängerpilot auch tatsächlich so ein kleines bisschen ablenkt und irritiert. Wohingegen die kleine Drohne mit der DJI Fly App unterwegs ist. Die finde ich sehr, sehr viel aufgeräumter und komme auch tatsächlich besser damit zurecht. Dazu habe ich ja hier auch schon ein Review auf meinem Kanal veröffentlicht. Ich verlinke euch das mal in der Infocard. Und tatsächlich ist es so, dass die Air 2 auch mit der Fly-App, also mit der gleichen, der Mini, kontrolliert und gesteuert wird und nicht mit der Go-App. Also das finde ich für mich persönlich tatsächlich sehr, sehr angenehm. Für die Anhänger der Go-App, die da schon lange Zeit mit geflogen sind, mag das potenziell ein Rückschritt sein. Ich weiß es nicht. Ich kann mit dieser Entscheidung mehr als gut leben, weil es für meine Anwendung und für meinen Grad an Erfahrung, so nenne ich es mal, einfach tatsächlich genau passend ist. Ja, und das waren die Gründe, aus denen ich mir, obwohl ich die Mini und auch die Zoom 2 besitze, die eher jetzt bestellt habe. Wie gesagt, früher oder später wird mich die große dann mit Sicherheit verlassen müssen. Und ich schaue mal, was ich mit der Mini mache, ob ich die parallel noch behalte, weil vom Packmaß und vom Gewicht ist es nochmal was anderes und für Urlaub oder unterwegs, wie ich finde, eine tatsächlich sehr, sehr gute Ergänzung. Ich freue mich gerade wie ein kleines Kind und kann es kaum abwarten, bis der Postbote klingelt und mir die neue Drohne aushändigt. Ich werde euch an der Reise natürlich teilhaben lassen. Vom Unboxing über den ersten Flug, Flugverhalten im Vergleich zu den Drohnen hier, Kameravergleich und all das, was sich eben da noch so anbietet. Ich bedanke mich an der Stelle fürs Zusehen. Würde mich, wenn euch das gefallen hat, über einen Daumen nach oben für dieses Video und ein Abo auf meinem Kanal freuen, damit ihr auch zukünftig keine der weiteren Videos mehr verpasst. Ich sage an der Stelle, macht es gut und bleibt vor allem gesund und vielleicht sehen wir uns ja bald hier auf meinem YouTube-Kanal wieder. Also, bis bald!